Landschaft, die nach vielen Jahren des Studiums von Gerhard Hügin und Alfons Henrich Freise als Überflutungsaue bezeichnet wurden. Und die beiden waren auf der Spur dessen, was eigentlich eine Aue ausmacht. Und was Sie hier sehen, genau das ist es, was eine Aue ausmacht. Wie kann denn jemand zum Beispiel die Aue der Weißen Elster mit der Aue der Elbe vergleichen, etwa der Elbe bei Dessau oder bei Heukenlock, mit der Aue der Ems oder mit den Auen am Oberrhein? Das ist doch etwas völlig anderes. Ich habe hier in einer meiner Taschen etwas Geschiebe und wenn wir uns das angucken, dann habe ich hier zwei Korngrößen, eine relativ große, das ist recht typisch für den Oberrhein, oder für die obere Weiße Elster, wo Sie solches Geschiebe, das sind ungefähr 4,5 cm, in der waagerechten transportiert und weiter flussab, wie zum Beispiel in der Nordwestaue Leipzigs, wo ich im Auenleben solches Geschiebe finde von ungefähr 2 cm. Nein, die Fließgewässer sind nicht vergleichbar. Das, was die Fließgewässer individualisiert, absolut eigen macht, ist nicht nur der Boden, der sich aus dem jeweiligen Gebirge nähert, sondern es ist der Wassergang. Das heißt, das Einzugsgebiet, habe ich da einen hohen Berg, habe ich einen niedrigen Berg, kommt mein Fließgewässer nur aus Hügelland. Der Wasserhaushalt wird es uns sagen. Der Oberrhein hat einen ganz anderen Wasserhaushalt als die Weiße Elster. Er hat ein sogenanntes glaziäres Regime, während die Weiße Elster, die Pleiße und so weiter, ein Mittelgebirgs- oder Niederungswasserregime aufweisen. Der Unterschied ist ganz deutlich, das vertiefe ich an dieser Stelle nicht. Aber es muss doch berechtigt sein, sonst wären wir ja nicht hier, den Oberrhein ins Gespräch zu bringen oder die Elbe oder auch die Oder, wenn ich über die Weiße Elster spreche, natürlich. Auen sind weltweit, von hier bis Neuseeland oder bis Paraguay oder bis Nordkanada, sogenannte azonale Ökosysteme. Das heißt, die Strategie der Organismen ist unabhängig von der systematischen Zugehörigkeit der Organismen, zu welcher Käferfamilie oder zu welcher Vogel- oder zu welcher Pflanzenfamilie ein Organismus gehört, ziemlich übereinstimmend. Man sieht sofort auentypische Strategien. Auch das ist ein eigenes Thema. Also in unserem Rahmen ist ein Vergleich möglich, weil Auen azonale Ökosysteme sind, die nicht zum Beispiel an die Zone des borealen Nadelwaldes oder zum Beispiel der sommertrockenen Mittelmeerregion, wo ich gerade herkomme, gebunden sind. Auen in Südportugal kann ich sofort verwenden als Lehrprojekt für mitteleuropäische Auen. Ich kann auch an den Dnieper gehen oder so etwas. Der zweite wichtige Punkt ist, Natur und Mensch werden beide oft getrennt. Und es gibt auch zunehmend Bücher, die uns sagen, der Mensch in unserer Zeit sei jetzt unabhängig von der Natur geworden. Er sei der intelligente Schöpfer der Zukunft. Wenn es bisher keinen gegeben hat, so sind das jetzt wir. Ich halte das für einen leichten Ansatz für Hybris und Babylon ist noch gar nicht so lange. Ich sage nur einfach, Mensch und Natur gehören zusammen. Mensch ist von der Natur abhängig, sonst würde niemanden die Idee kommen, nach einer Hochwasserkatastrophe bei der Allianz einen Versicherungsschaden anzumelden. Und interessanterweise kann man das in unserer Zeit sogar machen, da bekommt man Geld, obwohl die Verursacher der Hochwasserschäden dieser Art wir sind, Ausrufezeichen. Und jetzt haben Sie einen wichtigen Grund, warum es lohnt, zum Beispiel auch das Flusssystem der Weißen Elster absolut und sofort wiederherzustellen.
Die Konsequenz aus diesem zweiten Aspekt ist aber eine sehr wichtige. Wo immer jemand möchte, dass Natur wiederkomme, ob renaturiert oder revitalisiert, was Letztere sehr viel Umfangreicheres meint, müssen die Menschen dazukommen. Und zwar nicht nur ein paar, zum Beispiel nicht nur von irgendeinem Ingenieurbüro oder von irgendeiner Bürgerinitiative oder von irgendeiner Verwaltung. Die müssen alle zusammenkommen. Die müssen zusammenwirken. Wenn Sie heute in Deutschland rumlaufen und schauen, wo gibt es gelungene Revitalisierungen und Renaturierungen, können Sie in Niederlande gehen, können Sie in Deutschland nach Arnsberg gehen oder ans Lippegebiet bei Soest oder Paderborn. Die werden Ihnen alle sagen, nee, das hat kein Verwaltungsmann geschafft, nee, das hat keine Bürgerinitiative geschafft. Alle waren sie notwendig, alle Akteure, alle. Keinen ausgrenzen. Und wenn ich Sie richtig verstehe, meine Damen und Herren, dann ist das, was Sie mit der Schlusskonferenz erreichen wollen, genau das. Niemanden ausgrenzen. Eine gute demokratische Entscheidung gibt sich nicht mit einer Mehrheit von 52 zu 48 zufrieden. Solche Wahlergebnisse gibt es und sie lenken dann die Geschicke von 150 oder 180 Millionen Völkern. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Wir brauchen eine so breit wie möglich strukturierte Basis. Und in einer wunderschönen Arbeit über die Arnsberger Renaturierung der Ruhr, mitten in der Stadt, steht drin, ohne die Bevölkerung von Anfang an, also jeden, der außen ist, gar keine Auenökologen, sondern normale Bürgerinnen und Bürger, ohne die wäre das, was daraus gekommen ist, nicht möglich. Wir müssen da alle dahinter stehen. Ich möchte das auch noch dadurch unterstreichen, dass wir uns immer wieder mal klar sein wollen, wofür eigentlich Verwaltungen, auch Vereine gut sind. Die gründen sich doch immer nur, weil es Menschenanliegen gibt, die vertreten werden wollen. Sehr verehrte Damen und Herren, alle Verwaltungen, auch alle Verbände, ganz egal, ob Sie da jetzt direkt Mitglied sind oder nicht, sind für Sie da. Verwaltungen, so heißt es gelegentlich auch, haben Auskunft zu geben, haben ihre Anliegen zu berücksichtigen. Ich habe neulich im Zusammenhang mit einem meines Erachtens sehr ungeschickten Ausbau von Eisenbahnbrücken in Leipzig eine Petition beim Petitionsausschuss des Sächsischen Landtags eingereicht. Postwendend kam die Mitteilung, Ihre Petition ist eingegangen, wir werden uns der Sache annehmen. Das finde ich sehr gut, das muss so geschehen. Solange Sie das bei Verwaltungen anders erleben, haben Sie jedes Recht, dafür zu sorgen, dass die Verwaltung Ihnen zuhört. Ob sie das nun will oder nicht. Gut, wir sind hier in einer Region, wo das vielleicht nicht immer erfüllt ist, mit den Auen von Rietschke, Pleiße, Parthe, Weißer Elster. Ich beobachte, dass das, was ich eben gesagt habe, hier noch nicht so ganz erfüllt ist. Auch für die Verbände kann man das nicht pauschal sagen. Wir haben aber jetzt danach zu fragen, wenn es uns in diesem Vortrag darum geht, die Weiße Elster großräumig zu revitalisieren und wo das nicht geht, zumindest zu renaturieren, wo immer es möglich ist, dann gibt es ganz schnell Stimmen, die sagen, Bernd, die Landschaft, die ist viel zu verändert. Hier kann ich gar nichts mehr erreichen. Nein, das stimmt nicht. Das gilt nur für Stellen, die so überbaut sind, dass die Überbauung einfach nicht rückgängig gemacht werden kann. Sie werden nicht irgendeine große Straße mit großen Hochhäusern verlegen, nur weil da früher mal eine Aue war. Ob das jetzt für Zeitz gilt oder für Leipzig, das ist auch vollkommen egal. Entscheidend ist, alle Fläche, sei sie landwirtschaftlich, sei sie forstwirtschaftlich, sei sie für Erholungsparks belegt, steht für uns zur Disposition, wenn wir Auen revitalisieren oder renaturieren wollen. Warum? Die Revitalisierung oder die Renaturierung einer Auenlandschaft ist ein übergeordnetes Gut
vor sektoralem Interesse. Sektorales Interesse Wertholznutzung im Auwald. Sektorales Interesse Maisanbau auf Auenwiesen, die mal Wiesen waren, aber jetzt öde Äcker sind. Am wenigsten würde ich vorschlagen, gehen wir an die Erholungsgebiete. Und zwar einfach deswegen, weil die Erholungsgebiete sich erstklassig mit Biodiversität, also mit Ansprüchen eines groß gedachten Naturschutzes vereinbaren lassen und mit Renaturierung und Revitalisierung. Das passt einfach zusammen, ganz einfach. Wenn der Erholungswald, wenn die Erholungslandschaft richtig verstanden ist, dann gibt es dort keine Forstwirtschaft, die dicke Bäume fällt, jedenfalls nicht in großem Maßstab, wie das Sachsenforst oder Stadtforsten in Leipzig sich seit Jahren erlauben. Und dann gibt es dort auch keine Rübenäcker, keine Kunstdüngung. Wenn wir an die Aue herangehen, dann gibt es zuallererst den absolut obersten Faktor zu berücksichtigen. Das ist der Wasserhaushalt. In dem Diagramm, das wir jetzt hier einblenden und das sich unter anderem in unserem Buch Reanimation über die Wiederbelebung von Auenlandschaften in urbanen Räumen, den Link finden Sie im Kommentar zu diesem Film, dann sehen Sie eine sehr starke Wasserstandsschwankung. Und die Wasserstandsschwankung können wir hier vormachen. Dieser Baum nämlich, bei dem können wir mindestens bis hierhin erkennen, dass er überflutet wurde. Meine Körpergröße liegt bei etwa 1,80 Meter. Und Sie können mich jetzt hier gegen diesen Uferwall projizieren. Und dann sehen Sie, dass der Uferwall ungefähr 1,20 Meter maximal über dem Niveau des Kamerastativs steht. Genauso, wenn Sie die Kamera herumdrehen, blicke ich wieder gegen einen solchen Uferdamm. Der Wasserstand, Sie haben eben diesen kleinen Altrhein hier drüben gesehen, der Wasserstand ist zurzeit so, dass da ein wenig Wasser drin steht. Bei extremem Niedrigwasser ist er vollkommen trocken. Und dann kriegen wir hier Wasserstandsschwankungen von 3, 4 oder mehr Metern Höhe. Und an diesen Standorten, hier in der Senke, bekommen Sie, wie die große Silberweide eben zeigte, eine Weidenau mit Rohrglanzgras darin, mit Hartriegel am Ufer oder anderen Weiden. Und wo es etwas höher ist, bekommen Sie eine Eiche. Hier steht eine Eiche auf dem gleichen Niveau wie diese mächtige, was ist es, eine Pappel. Diese mächtige Pappel dürfte ziemlich alt sein. Ich kann Ihnen hier von diesem Baum nicht sagen, wie alt er ist. Doch wenn sie so aussieht, dann hat sie möglicherweise 80 Jahre. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, dass in Auen Weiden und Eichen auf dem gleichen Niveau stehen können, obwohl dieses Niveau, das der Hartholzaue ist und die Silberweide angeblich in die Weidenau gehört. Ich will darauf hinaus, wenn Sie die Baumartenzusammensetzung für alte Hartholzauen betrachten, dann werden Sie ganz wenig Silberweiden darin finden. Aber für ganz junge Hartholzauen kann es sein, dass hier erstmal alles von Silberweide geprägt wird, je nachdem wer kommt. Am Oberrhein könnte das zum Beispiel auch geprägt sein durch Grauerle. Dann haben Sie einen Hartholzauenstandort, auf dem Grauerle steht, die eigentlich ein Niveau tiefer gehört. Sukzession und Zonation sind den Auen zwei zentrale Begriffe. Und damit sehen Sie bereits, das, was man im Leipziger Auenwald so programmiert hat. Wir nehmen uns bestimmte Zielbaumarten, Zusammensetzungen raus, wie sozusagen eine normierte Hartholzaue aussieht, und pflanzen die dahin. Das hat die Natur nie so gemacht, und so bekommen Sie niemals einen Hartholzwald, wenn Sie das mit Weiden, Grauerlen am Oberrhein oder Hartriegel und so weiter hier in dem tiefer gelegenen Niveau machen. Bekommen Sie auch keine Silberweidenaue, wenn
der primäre prägende Faktor der Wasserhaushalt nicht stimmt. Und er stimmt mittlerweile, soweit ich es einschätzen kann, im überwiegenden Anteil des Weiß-Elster-Flusssystems nicht mehr. Er stimmt seit 1930 zum Beispiel für die Nordwestaue nicht mehr, weil durch den Bau der neuen Luppe und verschiedener Kanäle im weiteren Verlauf diese Aue stranguliert wurde. Das Wasser wird vom Auenwald ferngehalten. Und deswegen gibt es dort real keinen Hartholzauenstandort. Und deswegen müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir beim Blick in die Baumkrone Eiche sehen und auf dem Boden kaum Eichenverjüngung. Warum? Weil der Faktor Wasser nicht mehr stimmt und sich hier natürlich dann etwas ganz anderes vermehrt. Und das tut deutschlandweit, wo diese Art von Auenregime nicht mehr erfüllt wird, zum Beispiel der Bergahorn und der Spitzerhorn. Und dann werden da die Hainbuchen und so weiter hineingepflanzt. Und dann hat das Ganze mit Auwald nichts mehr zu tun. Manchmal habe ich so das Gefühl, man will eigentlich gar nicht den Auenwald haben, weil im Nicht-Auenwald kannst du ruhiger Forstwirtschaft zum Beispiel treiben, wenn das denn das Primat wäre. Aber ich glaube, im Weißelster-System tun wir gut daran, sehr viel Erholungswald von Forstmaßnahmen beruhigt und sehr viel Auenwiesen wiederherzustellen, von landwirtschaftlicher Intensiv-, Dünger- und Giftwirtschaft befreit. Das brauchen wir für die Menschen einer Ballungsregion. Wir brauchen zum Wasserhaushalt auch die Ökosystemfaktoren, die ansonsten dazugehören. Gut, da haben wir die Böden. Südlich von Leipzig, nördlich von Leipzig sehen Sie überall die Gerinne. Wir haben das in anderen Filmen dargestellt. Und da ist auch das richtige Geschiebe. Der Boden ist erfüllt. Aber was meistens fehlt, sind die großen Tiere. Die großen Tiere sorgen ganz entschieden für die Verjüngung. Das Wildschwein als recht wildes Säugetier kann das alleine nicht. Deswegen hat man zum Beispiel am Oberrheingebiet, es war die Initiative eines jungen Bürgermeisters bei Kappel, Salärrinder in die Aue geschickt, auf 100 Hektar. Das ist überhaupt kein Problem, in diesem Gebiet auch herumzulaufen. Im Hutewaldprojekt im Solling laufen die Bürger quer durch die Landschaft, wo Exmoorponys und Heckrinder sich befinden. Diese Tiere, die großen Weidetiere, gehören in die Auen hinein. Und es gibt jetzt eine sehr gute Nachricht. Wir könnten ja sagen, naja, die ganzen Flüsse sind doch verbaut. Wie willst du denn jetzt noch einen naturnahen Wassergang hinbekommen? Ja, sehr verehrte Damen und Herren, wenn der naturferne Wassergang dadurch entstanden ist, dass wir die Gewässer ausgebaut haben, na, dann schaffen wir doch den naturnahen Gewässergang dadurch, dass wir den Rückbau der Gewässer einleiten. Wir brauchen doch das nahe Auslassbauwerk zu nichts anderem als zu einem Industrie- oder Wasserbaudenkmal. Diesen Betonsaurier braucht die Aue nicht, denn die Aue hat vorher funktioniert. Ich blende ein Zitat von Leonardo da Vinci ein. Leonardo hat ausdrücklich im 15. Jahrhundert mitgeteilt, Flüsse sind nicht gefährlich, wenn wir sie nicht stören. Wann werden Menschen unglücklich? Wenn sie den Menschen zu enge Grenzen aufgeben. Viele Menschen wurden glücklicher, als die gleitende Arbeitszeit eingeführt wurde. Das hat sich doch bewährt, oder? Stellen wir uns mal vor, wir würden die gleitende Arbeitszeit an Schulen einführen, wie wir die Fantasiekraft unserer Kinder nähren können. Ich möchte damit nur andeuten, dass Fließgewässer, der Zustand von Fließgewässern, eine Metapher, ein Sinnbild für den Zustand einer Gesellschaft ist. Ist es nicht bekannt, wie viel Venenstau, wie viel Probleme in den Köpfen unserer Mitmenschen sind? Weil das Leben gestaut, verengt, verängstigt ist? Was geschieht mit den Flüssen, die wir zusammenbringen, wenn das Wasser sich auf einer solchen Breite in der Aue verteilen kann? Ist das Hochwasser nicht hoch? Jetzt machen Sie den Neue Luppe-Deich und haben hier zwischen dasselbe Wasser konzentriert, was vorher auf ein paar Quadratkilometer verteilt war. Na, dann steht es bordvoll in der Neuen Luppe und dann kann man sogar in der Zeitung lesen, Leute, es wird gefährlich, der Neue Luppe-Damm muss erhöht werden oder er bricht zusammen. 2011, 2013 hat Leipzig das erfahren.
Die Konsequenz war, ich habe es nicht selbst erlebt, aber ich habe Bilder gesehen, dass zig, zig, zig alte Eichen gefällt wurden, weil angeblich ein Deich nicht dicht war. Und wenn es so schlimm gewesen wäre, hätte man alle Eichen stehen lassen können. Alte Bäume sind zu schützen, wo immer es sie gibt. Wenn im Auwald Leipzig noch ein 100-jähriger oder ein 200-jähriger Eichbaum steht, dann sind das Bäume, die die Aue noch lebendig erlebt haben. Wenn wir aber die wunderbaren lebenden Baumexemplare, 180 Jahre alte Eschen in der Nonne Leipzigs, lebendig haben, na dann erhalten wir die doch. Und dann lassen wir doch mal erst die Aue wieder sich regenerieren. Und dann holen wir hin und wieder mal einzelne Stämme raus. Dann kann man auch eine extensive Forstwirtschaft treiben. Aber man dient der Bevölkerung. Man dient der Bevölkerung. Das heißt, man verzichtet auf die Einnahme aus Esche oder Eiche. Und wenn man der Bevölkerung dient, wird die Arbeitskraft, die diese Bevölkerung in der freien Wirtschaft leistet, besser. Wirksamer, die Leute sind erholter. Also die gute Nachricht von der Tatsache ist, kriegen wir einen naturnahen bis natürlichen Wassergang sogar in der Weißen Elster hin. Wofür haben wir die Ingenieure? Die können das alles ausrechnen. Es gibt schon so und so viele Ingenieure, die haben schon vor Jahren ausgerechnet, dass man auf ein Wehr an der Aller, die ein Nebenfluss der Weser ist, ohne weiteres verzichten kann. In Frankreich wurde das gemacht, da hat man Staudämme gesprengt am Allier, den Rest weggeräumt, der Fluss fließt wieder, weil man angeln wollte. In den USA macht man das. Wir können das alles zurückbauen, was wir haben. Um das Zitat von Leonardo nochmal aufzugreifen. Für Hochwasserschutz echter Wirksamkeit brauchen wir die Fließgewässer so naturnah wie möglich. Wir müssen Forstwirtschaft und Landwirtschaft in die Pflicht nehmen und sagen, Leute, Auenwiesen, okay, Auenwald, okay, in der Flussniederung. Wir brauchen die Flussniederung für das übergeordnete Sicherheitsgebot. Ja, also die ganze Weiße Elster kann zum Beispiel an die Hochwassersicherheit von Halle denken. Und wenn wir hier an die Hochwassersicherheit von mir aus für Leipzig oder von Halle denken, dann denken und tun wir etwas für die Hochwassersicherheit für Hamburg. Immerhin hat das Hochwasserproblem mal dazu geführt, dass wir einen sehr intelligenten und wirksamen Bundeskanzler bekamen. Ich gehöre aber keiner Partei an. Hochwasserschutz wird immer wieder zum Totschlagargument verwendet, indem gesagt wird, wir können das nicht renaturieren, revitalisieren. Wir müssen an Hochwasserschutz denken. Dieses Argument trifft in Leipzig nicht. Bereits um 2000 hat die Firma Dorsch Consult ein Gutachten gemacht und man hat geprüft, welche Dämme können zum Beispiel im Bereich der Nordwestaue entfernt werden. Viele Dämme der neuen Luppe, Dammbereiche der neuen Luppe, werden überhaupt nicht benötigt. Also können wir dort überall die Aue revitalisieren. Richtig auf großer Fläche revitalisieren. Und das geht auch südlich von Leipzig. Also wohlgemerkt, ein Leonardo da Vinci sagt uns das vor 500 Jahren. 1850 hat sich dann die Begradigung der Fließgewässer durchgesetzt. Man hat genau gegen dieses Zitat gearbeitet. Man hat genau dagegen geschafft. Und was wir gemacht haben, ist letztlich sogar Verwaltungen aufzubauen, deren Mitarbeiter nicht wollen, was ich jetzt sage. Verwaltungen, die dafür sorgen, dass Fließgewässer gefährlich werden oder wurden. Ich habe Leute von Flussbauämtern kennengelernt. Da wusste ich sofort, ja klar, du bist hierher an dieses Amt gegangen, weil du Fließgewässer liebst. Und wir waren da mit welchen an der Oberweser schon nahe dran, dort die Buhnen zu entfernen. Und einige Buhnen mit Silberweidenwald sich bewachsen zu lassen. Das wurde aber damals verboten,
weil die Wasserstraße vorne keine Weiden, keine Gebüsche haben darf. Wir haben den Wasserhaushalt im Prinzip wieder aktivierbar, also ran bitte, Wasserbauverwaltung, und das machen. Wir können auch später noch eine Wasserbauverwaltung brauchen, wenn wir unsere Flüsse renaturiert haben, revitalisiert haben. Auch da wird eine gewisse Aufsicht sinnvoll sein. Aber man wird uns dann sagen, Leute, wir haben so große Flächen, die Hochwassergefahr ist reduziert und es gibt jetzt auch kein Baugebiet mehr in der Aue. Denn das ist ja das nächste Problem, wenn wir eine große Straße in die Aue legen oder ein Baugebiet für Einfamilien- oder Zweifamilienhäuser oder für Fabriken, dass die dann natürlich sofort sagen, ja, da muss ein Deich drum. So was haben wir ja auch zum Beispiel in Leipzig. Die Domholzschenke hat kleine Hochwasserschutzmauer. Ist ja ein Ort und dann können sie da bleiben. Wir müssen aus den Auen eine bestimmte Form der intensiven Wirtschaft rausnehmen. Naturgemäße Waldwirtschaft beispielsweise und eine naturgemäße Landwirtschaft, die Auenwiesen und so weiter zulässt, mit Weidewirtschaft verbunden, bedeutet Biodiversität wiederbeleben, möglicherweise sogar zurückholen. Bedeutet die Biodiversität und die Erholungslandschaft zusammenzuführen. Erholungslandschaft, Biodiversitätenschutz, FFH-Gebiet, Naturschutzgebiet, passen wunderbar zusammen. Wir brauchen in solchen Auen unsere Sicherheit nicht mehr an irgendwelche Nahle-Auslassbauwerke oder sonstige Querriegel zu verpachten oder zu vermieten sozusagen. Ja, die Bauwerke geben mir die Sicherheit, die Dämme geben mir die Sicherheit. Die geben keine Sicherheit, denn dieses Menschenwerk kann brechen. Aber wenn ich außerhalb der Aue siedle, hier oben auf der Terrasse und lasse da unten meinen Fluss schwanken, soweit es nur möglich ist, dann habe ich wirklich ein sicheres Ruhekissen. Die Flusskonferenz kommt aus einer Art Bürgerinitiative. Sie wünschen grenzüberschreitend Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen ein gesundes Weißelster-Flusssystem. Dann arbeiten Sie so lange, bis Sie alle Akteure zusammen haben und schließen Sie keine Akteure aus. Wissenschaftler werden Ihnen sehr gerne helfen, denn Wissenschaftler, wenn die Gelegenheit bekommen, ein paar Diplomarbeiten oder ein paar Hilfskräfte oder Assistenten zu finanzieren, dann machen die das für Sie. Man könnte beinahe sagen, ich meinte, Wissenschaft sei käuflich, aber ein bisschen ist sie das. Natürlich, wes Brot ich esse, des Lied ich sing, wir kennen es doch nicht nur von der Wissenschaft. Das Problem aber mit dem Ganzen verschwindet auf null, wenn Sie alle Akteure hinzuholen. Diese Akteure haben wir alle verschiedene Anliegen. Und wenn wir die unter einen Hut bekommen wollen, dann ist das nicht mehr Fachego, was da gefördert wird. Ja, Gruppenego, es gibt ein Gruppenego der Wasserbauer, das Gruppenego der Ärzte von mir aus, das Gruppenego der Naturschützer. Dann gibt es das Untergruppenego der Naturschützer auf Verwaltungsebene. Dann gibt es das Untergruppenego der Naturschützer im Verein A, im Verein B, im Verein C. Soll ich das fortsetzen? Wenn Sie die Angler und die Jäger noch dazu nehmen, ja, dann haben Sie auch den Mütterverein noch, denn die wollen auch dafür sorgen, dass Sie hier oben in der Hartholzaue mit Ihrem Kinderwagen durchfahren. Aue zu beleben ist eine jeder sektorale Nutzungsidee übergeordnete Aufgabe. Deswegen hat die Europäische Union die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie erlassen, der zufolge Gewässer bis 2028 in einen ökologisch guten Zustand gebracht werden können. Was ein ökologisch guter Zustand ist, weiß man an Gewässern seit ungefähr den Jahren 1975 bis 1978 spätestens. Da gab es dann zum Beispiel mal ein Buch von Kollegen Zucki über Fließgewässerökologie. Dann hat mal Eberhard Schmidt sich dazu geäußert. Ich habe auch mal ein Buch dazu geschrieben.
Und man wird dann gefragt, sag mal, warum hast du dieses Buch geschrieben? Und ich wurde gefragt, weil wenn wir versuchen, eine Auenökologie auf 100 Seiten zusammenzufassen, da lassen wir ungefähr 95% des Wesens einer Aue weg. Aber nicht ganz. Wenn wir im Auenökologiebuch den Faktor Wasser als den primären beschreiben und auch verständlich machen, dann haben wir es geschafft. Und solange mir jemand in Leipzig sagt, zum Beispiel, ich beschäftige mich nun gerade mit Leipzig, deswegen verzeihen Sie, dass ich darauf so Bezug nehme, das gilt aber für alle Flüsse in Europa. Wenn mir jemand sagt, naja, wir haben jetzt gerade den Wasserhaushalt nicht, aber wir wollen ja Hartholzaue halten, wir wollen die Arten halten, dann müssen wir einen bestimmten Belichtungsgrad im Auenwald herstellen. Dann müssen wir bestimmte Pflanzen pflanzen. Da gehört eben Eiche hin nach Gebrauchsanweisung. Das, sehr verehrte Damen und Herren, hat die Wissenschaft der Pflanzensoziologie nie im Sinn gehabt. Die Pflanzensoziologie macht überhaupt nur dann Sinn, wenn bei der Erhebung von Pflanzengesellschaften, genauso macht die Tiergemeinschaftsökologie keinen Sinn, wenn nicht auch bei der Tiergemeinschaftsökologie die Standortbedingungen umfassend beachtet werden. Und ich muss die wesentlichen Faktoren zunächst prüfen. Und es gibt in den Auen, nochmals zu sagen, den absolut oberprioritären ersten Faktor Wasserhaushalt. Den kriegen wir nicht. Im Leipziger Nordwestauenwald oder in der Nonne so etwas wie einen Auwald pflanzen zu wollen, heißt, das Pferd völlig von hinten aufzuzäumen. Es gibt einen Grundsatz, der wird in der Landschaftsarchitektur, die früher sich mal Landespflege nannte, aber auch in der Wissenschaft der Ökologie seit vielen Jahrzehnten vermittelt. Wenn du eine Lebensgemeinschaft erhalten oder entwickeln willst, dann gelingt das nur, wenn du alle Ökofaktoren sich wieder so ausgestalten lässt, wie sie bei der Entstehung und bei der Entwicklung dieser Lebensgemeinschaft erfüllt waren. Wir haben das zum Beispiel in Oberschwaben in den Moorgebieten gesehen, den sogenannten Mehlprimel-Kopfbinsenmooren. Dort musste man die alte Streuwiesennutzung unter Schutz stellen. Dafür bekamen dann Bauern Geld, damit sie das pflegen. Ich habe das letztes Jahr in Graubünden in der Schweiz auch erlebt. Bestimmte Bauern, die sich übrigens gerne als Bauern bezeichnen, bekommen Geld dafür, dass sie eine Nutzung machen, die vor 100 Jahren mal sinnvoll war. Sonst kriegst du keine Streuwiese mit Mehlprimeln und Schönus ferruginius und so weiter zustande oder Turfilia calucalata. Und wir bekommen auch hier nicht die Auen mit zum Beispiel Syllabifolia, Gagea lutea und was da alles dazugehört oder mit einer entsprechenden Eichenverjüngung, wenn ich den prägenden Faktor hier nicht habe, das Wasser. Und der nächstprägende Faktor ist die Dynamik der wild wandernden großen Weidetiere. Der Boden macht, was wir wollen. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn hier eine Eiche und eine Pappel und eine Silberweide neben mir steht, dann sind diese Bäume bekanntermaßen Biodiversitätsträger. In einem klassischen Ökologiebuch von Tischler, der damals in Kiel Professor war, konnte man auch als Deutscher, der kein Russisch verstand, lesen, dass die Russen herausgefunden hatten, dass auf einer einzelnen alten Eiche über 1000 Tierarten leben. Viele von denen leben sogar weiter und es kommen dann noch Flechten und Moose dazu, wenn die Eiche sogar schon abgestorben ist nach 500 oder 700 Jahren. Und jetzt kommt die Biodiversität der Eiche, genau wie der Esche, die ein absolut hochwertiger Biotop- oder Habitatbaum ist, wenn sie älter wird, die auch nicht etwa stirbt und für die man keine Sanitärhiebe braucht, werden noch reicher an Arten, wenn das Wasserregime schwankt. Und zwar nicht so gut, wenn es nur um 10 cm schwankt. Es gibt Teile der Oberrheinauen, da schwankt der Wasserstand nur noch vielleicht um 20 cm, um einen halben Meter oder so.
Das ist am besten Fall so eine Halbaue, wie wir sie in Leipzig zum Beispiel am Elsterflutbecken sehen können. Es gibt in Leipzig keine lebenden Auen zurzeit, es gibt Halbauen. Die Auen dort gehen in die Knie seit den 30er Jahren, zum Teil schon vorher, wo ausgedeicht wurde. Und sie werden immer mehr kaputt gehen, die Eichbäume sterben und so weiter und keine Aue mehr nachwachsen oder auch nachpflanzbar sein, wenn wir nicht den Wasserhaushalt wieder dynamisieren, was möglich ist. In den Karten, die ich jetzt im folgenden Revue passieren lasse, möchte ich nur einfach zeigen, welches enorme Pfand wir in der Landschaft liegen haben. Wir schauen in dieses Rheinaltwasser hinein. Und jetzt blenden wir an dieser Stelle mal ein Bild aus der Leipziger Nordwestaue ein. Und dann sehen Sie, dass es auch in der Leipziger Nordwestaue genau diese Gerinnestruktur gibt, Wallsenke. Hier ist die Eiche im Bild. Das ist die wunderschöne Pappel, vor der ich eben gestanden habe. Ja, wie wir sehen, lebt hier in der Umgebung der Aue die ganze normale Zivilisation. Hier gibt es sogar einen Flughafen und doch gibt es eine lebendige Aue. So wie es in Arnsberg direkt neben der Aue eine Riesenstraße gibt. Und erlauben Sie mir, dass ich das noch ein bisschen weiterführe. Wir schauen jetzt bis ins andere Ende dieser Rinne, die man hier als Schlut bezeichnet. Ich mache hier ganz bewusst mal Pause bei dieser wunderschönen Weide. Wenn Sie jetzt Kunstmalerin oder Kunstmaler wären, dann könnte es sein, dass Sie hier hinein schauen wollen. Um ein räumlich höchst diverses System zu sehen. Und Sie können solche Waldausschnitte tatsächlich auch im Bereich der Weißen Elster, südlich Leipzigs, auf dem Weg nach Zeitz und so weiter sehen. Nur, dass den dortigen Beständen tatsächlich das Wasser fehlt. Die Diversität ist dort geringer, obwohl die Strukturvielfalt gleich ist. So, und jetzt werden wir mal nicht schwindlig. Denn jetzt hole ich diesen Baum ins Bild. Danke, dass Sie durchhalten. So, jetzt stellt uns das die Kamera scharf. Jetzt nehmen wir den Zoom langsam wieder raus. Und Sie sehen, was für ein wunderbares Baumexemplar da zustande kommt. Und wenn wir uns das Baumexemplar ganz genau ansehen, dann sehen wir sogar, dass es als Ganzes eine Spur des Hochwassers geworden ist. Denn die Weide ist mal irgendwann umgestürzt und selbstverständlich kann sie doch einfach weiterleben. Und das tut sie auch. Und irgendwann kommt vielleicht mal wieder ein Hochwasser. Und dann fällt sie vielleicht ganz um, liegt über viele Meter durch die Landschaft und aus jedem einzelnen Stammstück
werden so und so viele Silberweiden wiederkommen. Und das sind dann die Bäume, die die Fantasie der Menschen erblühen lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde es außerordentlich gut, dass Sie diese Initiative hier gestartet haben, der Flusskonferenz. Es ist der einzige Weg, dass aus der Bevölkerung heraus der Wunsch artikuliert wird, wir brauchen diese Aue. Und zwar für unsere Gesundheit als Menschen und für die Gesundheit all dessen, was uns, unsere Familien und unsere Freundeskreise erhalten lässt. Unsere persönliche Gesundheit, die gute Luft und alle Benefits, die eine Aue gibt. Und wenn ich das so sage, dann ist auch ganz klar, was in uns sofort wieder bewusst wird. Ja, was gehört denn zu diesen Benefits einer intakten Aue? Gesundes Grundwasser, sehr verehrte Damen und Herren. Auen sind Grundwasserlieferanten. Und es wachsen darin wunderbar hoch diverse Wälder auf. Die dann auch in gewissem Maße zur Holznutzung verwendet werden können. Aber in den Auen, in denen sich die europäische Artenvielfalt sammelt, wo der prägende Faktor Wasser die Ursache dafür ist, dass die Eiche, die an sich schon Artenreichtum aufweist, nochmal einige 10-50% an Artenreichtum draufsetzt. Das ist es, was wir wünschen und was wir erreichen können. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre große Geduld. Und ich wünsche Ihrem Engagement bestes Gelingen. Dass Sie es nicht zum Gelingen bringen, ist absolut unwahrscheinlich. Eine solche Initiative wie diese, die Sie gerade entfachen, ist in den Erfolg verliebt. Alles Gute.